Rückblende. Schauplatz Rapperswil, Heimspiel gegen Lugano. 56. Minute, Bulli. Der Linesman spricht gegen den Rapperswiler Martin Ness eine umstrittene 2-Minuten-Strafe aus. Die Szene wird später auch in einem Meeting der Schweizer Schiedsrichter kontrovers diskutiert. 50 lebt unser Job mit der Kommunikation. Wir müssen mit diesen Spielern können, wie auf einer vertrauenswürdigen Basis kommunizieren. Wir sind ein Teil dieses Spiels. Wir wollen sie in ihrer Arbeit unterstützen, indem wir sie mit ihnen kommunizieren, ganz ruhig und auch wenn das Spiel hektisch ist. Aber das ist ein Schlüssel zum Erfolg jetzt als Schiedsrichter, aber auch kann der Schlüssel sein zum Erfolg eines Spielers. Rapperswil führt in dieser Zeit 1-0. Dann kommt es zu dieser Szene. Wenn ein Spiel eng ist am Ende von dem dritten Drittel, dann braucht es vielleicht von mir mehr Kommunikation. Ich will die Strafe verhindern, oder ich will ein gutes Anspiel machen, dass beide Spieler die Chance haben, das Anspiel zu gewinnen. Der erste Fehler passiert bei mir vorher, indem hier aktive Kommunikation muss mit Martin sein, um ihm zu sagen, you're second. Die Spieler haben schon den Lead übernommen, indem es keine Kommunikation ist. Und die sind schon selber ein bisschen am Entscheiden, wie es läuft. Und wenn dann der Linienrichter kommt, ist für mich Sport. Ist das relevant? Ist das nicht relevant? Das sind solche Themen, die für mich viel entscheidender sind. Also, ob du den Daumen auf dem Böck hast oder nicht auf dem Böck, ob du den Böck vorne hast, hinten hast, das ist für mich viel weniger relevant. Für das Spiel selber ist viel essentieller, wie kommunizieren mit dem Spieler und was für ein Timing haben wir im Spiel. Es gibt ja Möglichkeit, ohne Verwarnung, ohne irgendein grosses Geschiss, dem Spieler im Unterbruch mal zu sagen, wenn niemand anschaut, wenn er nicht am Bulli ist, hey, mir ist aufgefallen, deine ersten zwei Bullis, du bist jedes Mal am Limit gewesen. Und je länger dass du wartest, desto grösser wird die Nervosität als Center. Ich meine, stell dir mal das Bulli an. Haben den Druck, wenn das Bulli gewinnen. Haben den Auftrag, das Bulli zu gewinnen. Es sind die Unterzahl, bam, bam, bam. Der Druck ist auch für die Spieler riesig, nicht nur für uns Linienrichter oder für eure Linienrichter. Aber das hat einen Zusammenhang mit Hockey-Sätzen. Wenn wir 3 Minuten vor Schluss in so einem Spiel so ein Fass aufdrehen mit einem Millimeter, das ist nicht das, das wollen wir nicht. Das müsst ihr spüren, das müsst ihr können lesen und das müsst ihr können handeln. Die Frage ist, wäre das clever gewesen, in dem Moment, bei dieser Szene, das zu korrigieren? Ist es so klar für uns alle, dass es ein falsches Anspiel war, dass wir alle hätten gesagt, eine Korrektur wäre korrekt gewesen? Ja oder nein? Das lasse ich im Raum noch stehen. Also ich habe das Gefühl, wenn der Linesman den Hang auf hat und der Call macht, es ist ein Zweier, er ist 100% sicher und der ist zu vertreten. Bei uns herkommt ja nicht einer, wenn du nach einem Call hast, ja, könnte vielleicht nicht sein. Er muss einfach 100% sicher sein, das ist der Call und der wird auch unterstützt. Sonst wird immer erwartet, jetzt nimmst du den zurück oder diesen zurück. Also, wenn er die Hang auf hat, ist es für mich zu euren. Der ist sicher, wenn er pfeift, muss er sicher sein. Ausser das ist offensichtlich. Es ist irgendwie der Anger, der ihn reinfällt. Der Anger Center forciert ihn zum Fehler. Dann kannst du sagen, nein, für mich ist das die Verwarnung. Welcher hat, der rein tut, einen Entscheid, den Grossmutter am 52. Rang oben sieht, korrigieren? Keiner. Also, kommt ihr in den Sinn, bei einem klaren Entscheid, das gut zu hinterfragen? Das hat er gar nicht gemeint. So. Okay. Er hat gemeint, wenn er klar signalisiert, das heisst nicht, dass es vielleicht eine klare Strafe ist, aber wenn der Linesman klar signalisiert, jedem im Stadion, es ist ein Zweier, wenn ich den Fischi richtig verstanden habe, ich glaube, so hat er das gemeint. Ja. Also kommt es auf das Zeichen vom Linienrichter an, nicht auf die Situation? Ja, dann ist ich bin der Meinung, wenn der Tag sehen wir ja deutlich, also ich kann ja gar nicht nachvollziehen, ich nehme an, ich habe mit dem Linesman geredet, ja. Ich nicht. Also, gut, also dann muss ja dort irgendeine Begründung sein, dass der nicht klar und offen kommuniziert, dass das ein Zweier ist. Also die 2 Minuten Strafe zeigen irgendwo unter dem Halb vom Gürtel, unter dem Leibli, das niemand sieht. Und zum Glück tut TPC mit dem Kameramann voll auf die Hand zeigen, sonst würden sie ja nicht mal mehr sehen. Das ist ja sicher keine Sicherheit, die wir aufstrahlen wollen. Und ich finde, wenn der Mann, der den Entscheid gefällt hat, obwohl er nachher rausfindet, das war vielleicht nicht ganz okay gewesen, dann kann er von mir aus da oben stehen und sagen, hey, ich lehne dich das Sorge, geh, wir spielen nochmal an. Dann geht uns kein Zacken zu Kronos.
Aber wir alle wissen, Hockey ist nicht schwarz und weiß. Viel ist im Graubereich, findet das statt. Man muss Regeln können anwenden, man muss Regeln können auslegen. Das verlangt vom Schiedsrichter oder Linienrichter das Fingerspitzengefühl.